Herzlich willkommen zur aktuellen Folge Let's Play Minecraft. Nicht, nicht wundern, ich habe. Ich habe ein bisschen das Texturpack nochmal geändert. Ich wollte mal was aus. Was? Und sonst so? Geht's eigentlich? Ist alles okay soweit? So, passt es denn jetzt soweit? Ja? Also, was ist mit dem nicht in Ordnung? Huch, sorry. Alter, geh sterben! Geh doch sterben! Alter, wie viele sind denn da? Das ist ja voll der Massenauflauf. Ah, hier kann man auch raus. Juhu! Hey, es ist Tag. Brennt, ihr Säcke! So, wir haben ja hier aufgehört bei, was? Zwei Endermen? Bei, ach, wisst ihr was? Ich werde das Texturpaket nochmal ändern. Das ist, das geht mir auch gerade voll auf den Sender, dieses ganze Getrümmel. Ja, ich habe keine Geheimnisse. Ich schneide das auch nicht raus irgendwie oder so, sondern ich lasse das einfach drin. So, ich weiß gar nicht, wo waren wir denn beim letzten Mal stehen geblieben? Ich hoffe, die Folgen haben euch natürlich gefallen. So, genau, Season 1. Jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Und, ach nein, jetzt lade ich das schon wieder. Oh nein. ja, ich möchte jetzt Hauptmenü zurückkehren. Mann. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir hatten das Dorf gefunden, genau. Wir haben aber nicht mehr zurückgefunden zu unserer Heimat. Das ist natürlich nicht schön. Da müssen wir jetzt natürlich gucken, dass wir da wieder zurückfinden. Denn ich möchte doch schon gerne wieder nach... Wieso habe ich zweimal Naturpaket? Na, ist ja auch egal. Ich weiß gar nicht, wie wir nochmal zurückfinden sollten. Denn ich habe keine Karte. Ich muss mir, glaube ich, einen Kompass... Ich glaube, Kompass war das gewesen. Ja, komm rein. So. So. So, Mädels. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau. Wir haben uns Rüstung gebaut. Wir wollen uns ein eigenes Haus bauen. Und ich würde sagen, wir machen das hier im Dörfchen. Weil dann sind wir nicht so alleine. Würde ich mal behaupten. Und ich finde, hier ist so ein schöner Platz. So direkt am See. Das ist so geil. Achso, und ich hatte euch ja, glaube ich, gefragt gehabt, wie das aussieht mit dem, ob wir mal zwischendurch in den, Creative-Modus wechseln. Aber ich habe, glaube ich, ja, wenn ich jetzt das Video aufnehme, dann ist es, glaube ich, noch gar nicht raus. Deswegen werde ich da dann, glaube ich, später nochmal drauf, zugreifen, auf die Kommentare nochmal mir die durchlesen. Aber viele Kommentare drunter unter den Videos. Erstmal vielen, vielen Dank. Ach, wie süß. Oh, und deswegen komme ich da jetzt momentan auch nicht zu, deswegen, ach Quatsch, was mache ich denn da? Deswegen werde ich das dann im späteren Verlauf da nochmal irgendwann mal dazu kommen, dass wir, Schaufel war das genau, dass ich da nochmal drauf eingehe, aber wie gesagt, viele Kommentare auch, die mir sehr hilfreich sind, wie gesagt, zum Beispiel auch mit dieser Pilzschale, dass man da Pilzsuppe machen kann und auch so hilfreiche Tipps, da die Kameraqualität besser, da habe ich schon probiert, es geht leider nicht besser von der Video, ihr könnt auch gerne mal schreiben, ob überhaupt Facecam überhaupt geil ist dabei, weiß ich gar nicht, könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, ob ihr sagt, nee, mach lieber ohne, ist viel, viel besser, sonst wird man nur abgelenkt, aber ich quasseliere lieber mehr mit euch. So, was wollen wir? Genau, Haus bauen. Ich werde mal anfangen, so ein bisschen hier ein Häuslein zu bauen. So ein bisschen so hier mit... Oh, mit Meerblick. Geil! Und dann werden wir natürlich auch versuchen, so ein bisschen unsere, unsere alte Heimat wiederzufinden, weil irgendwann...
irgendwann möchte ich ja doch wieder zurück zu unserer alten Heimat. Denn wir müssen ja umziehen quasi. So. Das wird echt cool. Das sehe ich jetzt schon. So, ich glaube, ich werde hier hinten nochmal so einen Ausgang machen, weil dann können wir nämlich hier vorne nochmal so einen Garten hinzaubern. Wir haben ja schon einen Garten, haben wir ja eigentlich schon da hinten hingesetzt. In unserer alten Heimat. Ich kann das nicht da hinbauen, wenn da Blumen sind. Auch komisch. Naja. So, das wird unsere bescheidene Hütte. Cool. Ein bisschen klein finde ich gerade. Wir müssen das, glaube ich, noch mal ein bisschen vergrößern. Das wird unser Plumpsklo. Versprochen. Ja, und wir hatten ja beim, ich glaube, vorletzten Video, glaube ich, so ein bisschen das Thema auch mit ja, Mediengeilheit und YouTube und so, und warum manchmal auch keine Videos bei mir kommen. Wie gesagt, dürft ihr mir nicht übel nehmen, habe ich ja schon 100-mal gesagt. Ich glaube, ich baue hier, ich baue hier ein paar mehr Türen ein, so dass wir da, ich glaube, die, mal nochmal ein klein wenig lauter, die, jetzt habe ich meinen eigenen, jetzt habe ich beim Reden meinen eigenen, meinen eigenen Bildschirm angerotzt. Bah, Reflex, bist du asozial. So, da machen wir Scheiben rein. Soll ja nicht ganz dunkel werden, ne? So, ja, das gefällt mir. Da machen wir auch einen schönen Fensterblick rein. So, so. So, da kommt wieder die Tür hin. Da machen wir auch eine Fensterscheibe. Oder ich weiß noch gar nicht, ob wir Glasscheiben nehmen oder Glasblöcke. Muss ich mal gucken. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie stellen wir denn nochmal das Glas her? Mit Sand, glaube ich. Ja, mit Sand war das, glaube ich. Stimmt. Mit Sand war das. Das sieht aus wie eine Burg. Naja. Wir hatten auch Hölzer, genau. Da wollte ich mal gucken, dass wir das vielleicht ein bisschen hier so auf den Rand setzen. Dass wir hier vielleicht... Was macht er denn da? Ich wollte es... Na, genau so. Ja, genau. Es soll ja ein bisschen dekorativ sein. Es soll ja nicht da irgendwie einfach nur so eine hingeknallte Hütte sein, die einfach nur aus Steinen so aussieht, sondern einfach so ein... Es soll schon nach ein bisschen nach was aussehen und nicht einfach nur so ein hingepopeltes Dingen, sondern ein Augenschmaus. Wirklich ein Augenschmaus soll es werden. Ein Augenschmaus soll es werden. Und nicht einfach irgendwie so ein... Hey, das sieht doch schon voll... Jetzt habe ich schon wieder dieses dämliche Fleisch da eingesammelt. Und da kann ich mal eben Erde einsetzen. Moment, just a moment. So. Hey, wunderbar, cool. So, Dach drauf, fertig. Nein, natürlich nicht. Was wir auf jeden Fall sollten, wäre zum Beispiel ein paar Schafe killen, um uns ein Bett zu bauen. Das werde ich jetzt mal in Angriff nehmen, weil dann können wir nämlich die Nacht auch immer überleben. Und dann bauen wir gleich an dem Haus weiter. Boah, das sieht schon cool aus. Und dann schön in Dorfnähe. Hey Jungs, wo habt ihr denn die Schafe? Hey. Huch. Aha, Weizensmarkt. Aha, Feuerstein. Wo sind denn die Schafe? Oh, da gibt's ganz viele Schweine. Ja, Schweine züchten und sowas müssen wir auch noch machen. So. Je mehr wir an Futter haben, desto besser, denn dann können wir auch überleben. Da ist ein Schaf. Hey, geil, cool. So, einen haben wir. Ich brauche noch zwei, glaube ich, von den Schafen. Ich schaue nochmal eben. Lalalalalalala. Ich finde es cool, dass wir eine Zivilisation gefunden haben. Wir mit unserem Helden hier. Castaway. Und da haben wir ja... Wir sind ja hier gestrandet auf der Insel. Wir sind gestrandet und sind... Ja, auf der Suche nach Zivilisation gewesen. Die haben wir jetzt gefunden. Und wir werden uns den Einwohnern jetzt einfach mal anschließen.
um ja quasi da zu wohnen und zu überleben. Mein Gott, wo sind denn die Schafe hin? Wir werden nie wieder unsere alte Heimat finden. Nie wieder. Ich glaube da nicht dran, dass wir die jemals wieder finden. Hey, da ist ein Schaf. Ja, komm her. Komm her. Bleib stehen. Huch. Hab ich sie jetzt ein. Was? Da unten liegt's. Oh Gott, nein. Und ich habe die Schaufel nicht dabei, ne? Doch, da. Moment, wollen wir eben schauen, eben umstellen. So. Hallo, kletter darauf. Ah, oh, Gott sei Dank. Waren das jetzt zwei oder waren das drei Blöcke Wolle? Ich weiß es gar nicht mehr. Mit dem Bett. Ich werde es gleich einfach mal ausprobieren. Ach, und wir müssen uns ja eine Werkbank bauen. Wir haben ja gerade keine mit. Ha! So. Ich finde es ein richtig schönes Fleckchen hier, muss ich einfach mal sagen. Das ist echt cool. So, Werkbank bauen. Werden wir die Werkbank mal eben schustern. Dazu brauchen wir. Ja, das kriegen wir hin. Zack, da haben wir schon die Werkbank. Was? Ja, Gott, dann hier. Dann schmeiß dieses scheiß verrottete Fleisch weg. Brauche ich eh nicht. Die Kacke. So, Werkbank. Und dann ein Bett bauen. So, was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir Holz, haben wir. Ach, einmal Wolle brauchen wir noch dafür. Okay. Einmal Wolle noch. Schauen wir nochmal, ob wir irgendwo ein Schaf sehen. Ich sehe aber momentan aus der Ferne keins in der Nähe. Und wir haben Hunger. Ich sollte vielleicht was essen. Nicht mit dem Fleisch rumhauen. Mit Essen spielt man nicht. Hey, da oben sind Schafe. Und ein Ei. Mäh. Mäh. So. Es wird nämlich gerade Nacht, deswegen werde ich mich jetzt mal ganz schnell beeilen, eben das Bett zu bauen. So. Mal eben hier die Federn wegzuschmeißen. Oh Gott, jetzt habe ich beides aufgenommen. Naja, gut. So, ganz schnell irgendwo dann Bett hinzimmern bei den Chaoten. Da muss ich jetzt irgendwo eine Bude beziehen bei denen. Das bleibt mir nichts anderes übrig. Ha. Ha. Nehmen wir einfach mal die hier. So. Ach, da ist eine Werkbank. Wie, ich kann jetzt nicht. Dazu sage ich jetzt einfach mal gar nichts. Hier ist übrigens eine Werkbank drin. Das ist ja praktisch. Ich kann nur nachts schlafen. Es ist doch Nacht oder es wird Nacht, meine Güte. Wisst ihr was? Wir beziehen einfach die Bude. Hey, ich kann schlafen. Cool. So. Das Bett lassen wir mal stehen, denn wir müssen ja weiterbauen an unserem Haus. So, und somit geht's weiter. Wir müssen ja gleich noch. Ach, den Ofen müssen wir auch noch bauen, ne? Wie war das denn mit dem Ofen? Huch. Hallo? Ach so. Ich sollte vielleicht erstmal die Werkbank da hinstellen, dann kann ich auch einen Ofen bauen. Die Werkbank können wir ja schon mal bei uns reinbauen, das ist ja nicht so schlimm. Platziere ich mal hier hinten hin. So. Und dann schauen wir mal wegen dem Ofen. Den können wir auch bauen. Supi. Dann können wir nämlich währenddessen schon mal Sand abgrasen. Und dann. Huch. Weil dann können wir nämlich ein paar Glasscheiben machen. Sehr schön. Sand. Jede Menge Sand. Sand, 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 Sand. Und hier zimmern wir ja auch sowieso demnächst unseren Garten hin. So, da ist auch nochmal Sand. Und über Vorschläge bin ich immer wieder. Huch. Über Vorschläge bin ich immer wieder gerne. Nehme ich immer wieder gerne an, falls ihr Ideen habt, was wir bauen sollen oder so als nächstes nach dem Haus. Weil ich möchte schon echt eine bescheidene Hütte haben. Das sei jetzt einfach mal gesagt. Ja, nö. So, Sand abbauen.
Je mehr Sandblöcke wir haben, desto besser. So, ich glaube, das reicht erstmal. Ja, mal schauen, was wir dafür noch brauchen. Ich weiß gar nicht mehr. So, schauen wir mal. Wir brauchen Sand. Ach, Kohle. Mist, das heißt, wir müssen ja doch zurück. Wir brauchen ja Brennstoff. Obwohl, wir können das Holz eigentlich auch da verbraten. Erstmal, um überhaupt die ganzen... Ich glaube, Glasscheiben waren, glaube ich, hier hinten irgendwo, ne? Kann das sein? Leuchtfeuer. Da, Glasscheiben. Ah, ja, okay. Ach ja, verstehe. Ja, 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 jetzt weiß ich wieder, wie das war. Nun gut, dann können die... Die Sandblöcke können da jetzt erstmal brutzeln. Huch. Genau. Und wir bauen weiter an unserer Hütte. Schon, hallo, Schleimer dabei sind. Ja, so, so. Zack. Zack, so. Da brauche ich ja bald, einen Kran, um da oben dran zu kommen. Sonst wird das ja nichts hier. Zack, 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 zack. Zack, zack. Die Holzblöcke, die werden wir dann nachträglich nochmal hinzufügen. Und Türen müssen wir noch bauen. So. Zack. Zack. So. Hey, das sieht schon richtig cool aus. Bin mal gespannt, wie viel Glas... Hallo? Wie viel Glasblöcke wir insgesamt dafür brauchen. Ich bin noch da. Ach so. Ich habe zwischen der Tür gestanden, deswegen. Huch. Aber den ganzen Tag von den Kühen geweckt. Zu werden. So. Ja, so. Wunderbar. Ah ja, das mit Springen geht ja auch. So, ich würde sagen, wir machen noch eine Reihe, machen wir glaube ich noch oben drauf. Und dann reicht das glaube ich von der Höhe her. Weil so viel Steine haben wir ja. Huch. Na toll, Reflex, hast ja ganz toll gemacht. Super Baumeister. Du bist ja echt ein Held. Meine Güte. Mann, jetzt geh doch. Mann. Oh. Ich muss immer so ein bisschen die Uhr auch im Augenwinkel haben. Mann. Oh. Die Kühe machen mich verrückt. So. Ich bin da mal gespannt, was ihr auch unter diesem Video schreibt, wo wir da uns so ein bisschen unterhalten hatten. Über dieses Thema YouTube und so. Was ihr dazu sagt. Obwohl, Moment, das Video lief ja schon. Ein paar haben ja geschrieben, lass dich nicht stressen, Reflex. Mache ich sowieso nicht. Aber danke, dass ihr da... Stimmt, das Video lief ja schon. Aber danke, dass ihr da so zahlreich geguckt habt und geschrieben habt. Das finde ich toll. So, dann machen wir zu. Dann machen wir auch zu. Hatte ich schon mal erwähnt gehabt, dass ich ganz, ganz schlechte Erfahrungen mit Holzhäusern hatte? Ich weiß ich gar nicht, ob ich das mal erwähnt habe in diesem Let's Play. Denn, ja, ich hatte da... Doch, das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Dass das Haus abgefackelt ist? Ich glaube, ja. Weil jemand zu mir gesagt hat, ich sollte doch mal bitte ein Feuerzeug bauen und ja, ich war nicht so bewandert, was Feuerzeug bauen angeht. Und ja, dann ist es schief gelaufen. Auf einmal plötzlich brannte das ganze Haus lichterloh. Und das war nicht so toll. Deswegen lasse ich da so ein bisschen die Finger davon, von Feuerzeug und etc. pp. Ich räume gerade mal so ein bisschen die Wiese auf. Wow, cool. Das sieht richtig toll aus. Das wird echt eine coole Hütte. So, ich würde sagen, wir gehen gleich mal eben... Obwohl, wir könnten eigentlich schon mal anfangen, so ein bisschen... Ich glaube, ich werde sogar zweietagig machen. So. Huch, na, wir haben genug
Steine haben wir genug da. Wir haben genug Steine. Was sagen wir uns unsere... Oh, wir brauchen noch ein bisschen Brennstoff, sehe ich gerade. Was würde sich da... Erde geht da eh nicht. Was würde sich denn besser eignen? Da haben wir noch einen Block. Da können wir, glaube ich... 22 Scheiben haben wir insgesamt. So. Huch, hallo? So. Lalalala. Ich komme übrigens gerade aus einem sehr, sehr netten The Crew Spiel. Ich habe gerade ein bisschen The Crew gespielt und PvP-Lobbys. Und ich finde es immer faszinierend, wie die Leute... wie die Leute in den PvP-Lobbys sich immer aufregen. Wie kannst du nur so gut fahren? Ja, ich kann's. Weil ich's kann. Voll der Pro-Gamer. Voll der Pro-Gamer, ey, Alter. So. Das Dach mache ich aber, glaube ich, jetzt... das Dach mache ich, glaube ich, jetzt auch fertig. Ob unsere Ressourcen dafür reichen, die wir da abgebaut haben in der einen Folge? Ich glaube sogar ja, ist ja Wahnsinn. Da haben wir echt gut vorgearbeitet, muss ich sagen. Tatsache. Sogar ein komplettes Haus mit Dach fertig gemacht. Unglaublich. Wir brauchen aber auch Kohle für... Ach Mist, wir hätten das Dach eine Etage höher bauen müssen. Weil dann wären nämlich die Dings wieder kleiner, die Fenster. Fuck. Muss ich mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht muss ich da nochmal mich dran setzen. Ja, ich glaube, wir müssen das nochmal etwas höher setzen, das Ganze. Aber hey, das macht schon ordentlich was her. Können wir denn... Ach nee, wir müssen Holz hacken. Wir müssen Holz hacken. Wir haben unsere Glasscheiben drin. Wir haben noch ein wenig Sand für die neuen Glasscheiben. Und, ja, ich würde sagen, wir gehen ein wenig Holz hacken. Wir brauchen nämlich ein wenig Holz, um, ja, für unseren weiteren Hausbau und natürlich für die Böden und sowas, alles, das brauchen wir. Und ich würde sagen, ja, ich mache jetzt hier eine kleine Aufnahmepause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Minecraft. Und dann geht's spannend weiter. Ihr solltet auf keinen Fall das verpassen. Macht's gut. Ciao.